So, die einen von euch werden jetzt schon gemerkt haben, wo wir sind, aber wartet ab, wir sind schon am Ziel unserer Begierde. Es ist noch gut, jetzt brauchen wir nicht einmal unsere eigenen Seile. Hallo zusammen, das ist der Basch Kräftemecken. Heute sind wir wieder einmal in meinem geliebten Ibrig unterwegs. Schauen wir mal, was uns erwartet. Und zwar nicht allein. Heute sind die legendären Binschis mit dabei. Aha! So, ich dringe jetzt tief in das Höhlensystem ein. Das ist einer der coolsten Zustiege, die ich je gemacht habe. So, wir stehen jetzt auch schon hier in der Hälfte der Wand. Tief geht es runter in den Schlund der Sterne. So, wir sind jetzt auch schon unten bei dieser legendären Sternenhöhle. In der Wand hängt der Binschi. Mal schauen, ob er es schafft. Und da geht es runter in die gewaltige Sterne. Wir sind hier in dieser steilen Wand der Sternenschlucht, der Binschi. Jeder Schritt könnte den sicheren Tod bedeuten. Du musst dir vorstellen, 2012 sind sie da ohne Helm runtergegangen. Das waren noch Männer. Wenige Meter, dann steht der legendäre Binschi von dieser Sternenhöhle, wo er schon lange mal gehen wollte. Siehst du sie, Binschi? Hey! Ha! Okay. Also der Mecki hat eigentlich nicht noch mal in das Loch, aber jetzt hat er sich doch noch mal überzeugen lassen. Hier oben kommt Binschi Junior im Endspurt. Nur noch eine Zwischensicherung und nur noch wenige Meter. Drei steht von dieser mächtigen Sternenhöhle. Hey, ich habe schon im Fall dort ab, weil ich den Krampf in den Füßen. So, wir dringen jetzt tief in das Höhlensystem ein. So, wir stehen jetzt hier schon im zerklüfteten Eingangsbereich von dieser berüchtigten Sternenhöhle. Also, da musst du noch nicht kriechen. So, es tropft überall. Ja, wir stehen jetzt in so einer riesigen Halle. Das ist immer gut ausgeleuchtet. Ja, wir kommen hier schon zu der ersten Hängstelle. Also eng ist anders. Ein bisschen enger. So, jetzt stehen wir hier vor dem berühmten vier Augen. Eins, zwei, drei, vier. Vier Augen. So, jetzt sind wir schon das vier Augen durch. Jetzt stehen wir schon wieder in einem grösseren Raum. So, was ist da passiert? Also, das war das letzte Mal auch schon. Da haben wir einen krassen Schluss. Ohne Tropfstein und jetzt haben wir da schon die ersten gewaltigen Tropfsteinformationen. Hier oben hat es noch mehr im Seitengang. Da geht es weiter. Ja, es ist ja eigentlich auch eher langweilige Höhle. Wieder einmal etwas, was der Zustieg interessanter ist als die Höhle selber. Dann haben wir noch Seele, das ist das Highlight. Jetzt kommt das Highlight. Muss ich schnell raus. Jetzt haben wir da krasse Überquerungsszenen. Jeder Schritt könnte jetzt sicher das Vollbad bedeuten. Ich möchte. So. Da haben wir noch ein bizarres, verfressenes Kalk. Jetzt haben wir hier den ersten wirklich tiefen Höhlensee. Da haben wir eine haarsträubende Querisszene. Da sind wir da, ja, das ist die Spalte, die wir hinterher müssen. Da wird es dann teilweise so eng. Nach dieser Spalte kommt dann der Siphon. So, jetzt sind wir da schon am Schluss angekommen von dem Siphon. Das letzte Mal sind wir noch eine Station weitergekommen, aber dann ist dann auch der Siphon gekommen. Also, da ist fertig. Jetzt müssen wir mal den Ohren anschauen. Wie ein Messer. So, wir sind da schon wieder. Vom Retourweg, vielleicht finden wir noch einen Seitengang, der uns da ein bisschen weiterführt. Jetzt haben wir da überall den Schwamm da oben vom letzten Hochwasser, wenn immer das auch war. So, jetzt sind wir einmal so einen Seitengang hochgekrochen.
entweder führt er uns in ein gewaltiges Höhlensystem oder einfach diesen. So, wir sind jetzt da. Wir können dampfen. Wir sind jetzt da wieder in einem grösseren Schatz, ein Teil, wo ich nie war. Ich stehe jetzt da vor einer tiefen Spalte. Da wird das Gängchen weitergehen. Jetzt gehen wir mal runter und schauen. Da läuft Wasser durch. So. Ja. Da geht es jetzt wieder weiter. Da sind wir wieder genau gleich weit wie schon mal. Vor einem riesigen Siphon. Cool, ey. Mega geil. Es könnte sein, dass es wieder der gleiche Siphon ist, wo wir vorher gestanden sind, aber von der anderen Seite. So, wir sind jetzt so die enge Luft durch. Ich liebe das. Wieso mache ich das? Hey, das ist ein Tropfstein. Nicht. Pass auf, dass du nicht abbrichst, dass du keine sensible Höhle zerstörst. So, jetzt sind wir hier in dieser Spalte, die zum Siphon führt. Siehst du den Siphon schon? Nein. Du musst noch ein bisschen weiter führen, irgendwann kommt dann ein Siphon. Aber ich trinke nicht. So, der Mike springt jetzt tief in der Spalte ein. Übelst. Muss alles auf, auf Bein und Knie. Ja, wir haben jetzt überall so Steinmäntel. Wir sind jetzt in dem berüchtigten Tor. Jetzt sind wir da vorne an einen Ort gekommen, wo es mächtige Tropfsteine hat. Komm, die brechen wir ab und nehmen es mit. So, jetzt kommen wir hier an gewaltige Sinterformationen. Also gewaltig für die Höhle. Die Decke oben haben wir auch noch. So, die haben da hinten schon wieder Tropfsteine gefunden. Riesige Tropfsteinhöhle. Ja, da sind wir da eigentlich wirklich in einem schönen Teil, da bin ich noch nie gewesen. Da haben wir riesige Sinterfahnen. So, jetzt stehen wir da vor einer schwarzen Versinterung. Mega geil. Wow. Nein, sie wollen. So, weiter geht's an dem schwarzen Sinter vorbei. So, wir stehen jetzt da wieder vor einem gewaltigen Tropfstein. Da geht es ab, es ist ein Labyrinth, extrem hohe Luftfeuchtigkeit dahin und dahin haben wir wieder ein Sinter. So, jetzt sind wir da vermutlich im schönsten Teil von dieser Höhle, riesige Sinterformationen. So, da hat sich jetzt einiges gesehen. Das ist aber schön. Da muss ich mal bewegen. Das geht nicht. Nein, das ist nicht schön. Kann man den Boden sinken. Da wird sie wieder extrem zerklüftet. Das ist alles voller Tropfstein. Jetzt sind wir in so einer riesigen Spalte rein. Wir haben jetzt wieder eine haarsträubende Abstiegsszene. Nein, das ist nicht gut. Weißt du, was nicht warten muss? Ja, aber es geht schon wieder. Es geht gut, hey, ja. Ich komme mit da drüber, denke dir auch meine Jetzt kommen wir an den geilsten Ort von dieser Höhle. Da unten ist der Bach und der Höhlensee. Gehen wir mal runter schauen. Da sind wir ganz nervös. So, jetzt haben wir hier den engen Abstieg. In diesem mächtigen Höhlenbach. Jeder Schritt könnte die Kastration bedeuten. So, jetzt stehen wir hier an einem Höhlensee und da geht es weiter. Am Höhlenbach nach runter. Geil, jetzt sind wir hier im aktiven Teil von dieser Höhle. So, wir stehen jetzt hier vor einem gewaltigen Wasserfall. Schauen wir, wie wir weiterkommen. Sehr geil da hinten. Sehr genau. So, wir sind hier an der Endstation angekommen. Ein riesiger See mit extrem viel Schaum. Jeder Schritt könnte ja sicher ein Vollbad bedeuten. Die Frage ist, kommen wir jetzt wieder rauf? Extrem hohe Luftfeuchtigkeiten. Extrem. Ja, ich habe
Jetzt haben wir da wieder die krasse Engstelle. Jetzt haben wir die Knie. Jetzt sind wir schon wieder auf so einer hohen Engstelle. Und da ist mein Höhlenwegweiser gerettet. Jetzt haben wir den Rucksack liegen lassen. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ich bin auch sehr beruhigt. So, Eingang gerettet. Ha! So, liebe Leute, wir stehen jetzt schon wieder im Eingangsbereich. Wie war es, Binci? Ja, es war schon. Es ist überall grossräumig. Man wird nicht dreckig. Und es ist toll gewesen. Es ist also sehr eine saubere Höhle, ja. Das würde ich auch sagen. Also es hat eigentlich keine Höhle. Wieso fährt wieder dabei? Ja, ich weiss nicht. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, das sei das letzte Mal. Aber vielleicht. Ich finde, du hast jetzt gedacht, das sei da hure viel da gewesen. 7.7.220 mit dem Foxy und jetzt mit dem Binci. Du hast dich hier eintragen. Du als Einheimischer. Belebt. So, Vorbereitungen für den langen Aufstieg. Wenn nur wieder alle hochkommen. So, man verbreitet hier den haarsträubenden Aufstieg vor. Jetzt haben wir hier einen haarsträubenden Aufstieg. Denkt dran, ich habe das ohne Seil gemacht. Ja, das war eine kritische Stelle, die wir jetzt ist. Vielleicht geht es nicht mit dem Einlaufen besser. Jetzt gehen wir da ein bisschen ins Detail. Ich nicht. Wie sich der Binci dort über die... Ja, schau jetzt. Gehst, jetzt hat das voll drin. Scheisse! So, da sehen wir jetzt ein total anderes Patent mittels zwei Handsteigklemmen. Geht auch. Ja, der Mac ist jetzt der, der die Arschkarte gezogen hat. Der räumt jetzt da alles ab. So, liebe Leute, wir sind ja schon wieder auf dem Aufweg. Nochmal einen Blick zurück in die tiefe Schlucht. Blick hoch. Bald habe ich es geschafft. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Es war eine coole Tour. Vielleicht komme ich wieder einmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ah. So, zum Schluss kommt noch die schönste Arbeit, Seil zusammenlegen. Dabei wäre ein Seil dorthin am Baum gehangen. Ja, okay.